Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Dredge. Wir haben das letzte Mal ein paar Geheimnisse über das Buch enthüllt und sollen jetzt zurückfahren, denn wir haben hier diese Tafel erhalten für den Leuchtturm. Und da bin ich sehr gespannt, was der Leuchtturm uns sagen wird. Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend in dem Spiel. Mittlerweile fühlen sich die Fahrten noch gar nicht so lang an. Die erste Fahrt hat sich immer so lange angefühlt, aber jetzt geht's eigentlich. Dann kommen wir hier auch fast perfekt an, dass wir schlafen gehen können. Packen das hier nochmal kurz ins Lager. Sprengstoff nehme ich auch nur eins mit erstmal. Und schlafen. Und dann ziehen wir in der Früh los zum Leuchtturm. Zu den Ruinen. Ich bin jetzt so gespannt, was uns dort erwartet. So, wo war denn der Eingang? Hier irgendwo, ne? Hier ums Eck müsste das sein. Jo. Da leuchtet es auch schon so extrem. Puh, dann wollen wir mal hoch. Was war in der Höhle nochmal? Ah, okay. Auf hoch zum Leuchtturm. Ich dachte erst, es wäre eine Karte. Jetzt macht das Sinn mit den Steintafeln. Die vereinte Tafel rastet geräuschvoll ein und die Tür öffnet sich mit einem Grollen. Geh hinein. Du gehst durch die Tür des alten Leuchtturms. Die Treppe, die bis zur Spitze führt, ist eingestürzt. Weiter kommst du nicht. Um dich herum siehst du diverse staubige Objekte. Manche davon wirken wertvoll. Was soll? Was? Hä? Ich dachte ich... Okay, wartet. Was ist das jetzt? Kompaktes Design und unglaubliche Leuchtkraft. Die fein facettierte Kristalllinse erzeugt eine ihm immerwährende Flamme. Muss ich das in das Ding reinpacken? Nee. Ich kann es gar nicht rausnehmen. Ach so, das Licht. 3500 Lumen. Warum habe ich mir das im letzten Part gekauft? Boom. Du nimmst alles aus dem Raum mit. Jetzt habe ich nur eingebaut und jetzt? Ich habe gedacht, wir kommen damit weiter. Verdammt. Okay. Das heißt, wir müssen doch irgendwie noch die letzte Flamme, also die Lösung der letzten Flamme finden. Der Typ wollte irgendeinen komischen Fisch. Ist das der hier? Kann sein. Das war auch Schleppnetz und Angel. Aber nur nachts. Okay, wir gehen mal gleich nachts angeln. Vielleicht finden wir da den Fisch. Und dann hilft uns der rote Typ weiter. Wo war der überhaupt? War der hier? Ich habe voll vergessen, wo wir durchgefahren sind, wo wir den gesehen haben. Ah, hier rechts, ne? Glaube ich. Ach, ich habe keine Ahnung. Kann ich hier auf mein Lager zugreifen? Jo. Ach, kein Platz. Oh. Was mache ich denn jetzt? Ach komm, behalte die paar Sachen. Gehen wir schlafen bis 18 Uhr. Und dann suchen wir den komischen Fisch. Einen guten Bartfisch. Das sieht gut aus. Da will ich hin. Du warst es. Bist du der Fisch? Nee, du bist es nicht. Da. Direkt vor mir und ich gucke mit Fernglas rein. Sehr gut. Der allerblindeste. Bartmännchen. Sehr gut. Haben wir ihn. Okay. Können wir direkt wieder schlafen gehen? Ist das der Großmarktleuchtturm? Ist er so weit am Leuchten? Das ist krass. Gucken wir mal, was der rote Typ uns gleich gibt. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo der war. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier bei den Inseln war. Oder doch woanders. Ach doch, hier war der. Ich erinnere mich. Es war eine eher Ruinen statt Inseln.
Wo er genau saß, weiß ich allerdings nicht. Da. Hallo, ich hab was für dich. Hier. Die Gestalt zieht ein zeremonielles Messer aus ihrem Gewand, schlitzt den Fisch damit auf und entnimmt sein Herz. Sie legt es vor sich auf ein Gestell. Hol den Himmel herab. Eine weitere Abbildung auf einer Schriftrolle. Dies zeigt einen Segelfisch. Ozeanisch. Oh, jetzt muss ich Fische für den fangen. Ey, ich hoffe, es lohnt sich. Wehe nicht. Jetzt muss ich mitten auf dem Ozean jetzt suchen. Ich glaube, da habe ich einen gesehen. Ja. Perfekt. Ey, so weit ist Großmarkt gar nicht weg. Ich habe es ja erwähnt. Sobald man die erste Fahrt irgendwie mal gemacht hat, kommt es einem danach nicht mehr so weit weg vor. Aber dass es so nah dran ist, ist krass. Oh Gott. Das nervt, wenn hier alles voll ist, ne? Komm, den hau ich weg. Unnötig viel Platz verbraucht er. Und wir fahren zurück zum Männchen. Hier, bitte, nimm wieder ein Messer raus und schneid wieder das Herz raus und pack es neben den anderen. Erhebe die Tiefe. Sie zeigt auf ein Bild auf der letzten Schriftrolle. Diesmal ein Kraken. Habe ich den nicht gerade weggeschmissen? Sag mir nicht, den habe ich gerade weggeschmissen. War das nicht der Große? Der Typ ist ein Troll. Der ist einer von euch. Kragenhai. Da. Gut, dass der hier direkt ist. Sonst wäre ich sauer. Ich hoffe, der ist nachts da, weil ich glaube, ich komme nicht vor 18 Uhr an, oder? Doch. Im Wasser sehen die viel größer aus als hier jetzt auf dem Bild. Hallo? Hä? Kann ich mal treffen? Danke. Tatsächlich der, den ich gerade weggeschmissen habe. Wir gehen erstmal schlafen, bevor wir zurückfahren. So. Der letzte Fisch. Für das rote Männchen. Bitte gib mir was Anständiges. Hier, bitte. Die Gestalt zerrt an dem Fischkadaver herum und versucht, den richtigen Winkel zu finden, bevor sie ihm das Messer hineinstößt und das Herz herausreißt. Sie legt es neben die anderen. Ohne dich anzusehen, zieht die Gestalt ein Buch aus dem Inneren ihres Gewandes und wirft es dir vor die Füße. Die Gestalt kniet vor den Fischherzen und wird ganz still. Du gehst, bevor ihr einfällt, dass sie noch mehr Herzen braucht. Schiffsfahrttechnik. Okay, wir kriegen nur ein Buch. Was mir eingefallen ist, die Leuchtturmwächterin sagte, ich soll das Buch besorgen. Das habe ich ja jetzt. Meinte ich, soll sie nochmal besuchen kommen? Aber was mich immer noch stört, ist, wo kriege ich die Fische jetzt her für die letzte Feuerdings? Die letzte Statue. Der Part verwirrt mich ganz, ganz doll, bin ich ehrlich. Zwei deformierter Fische, die sie unter der Sonne winden. Ich raff das nicht. Irgendwo gegen crashen, bitte. Kann ich hier einparken? Oh nein. Nein, sie haben mich, Leute. Sie haben mich. Boah, ich konnte mich losreißen. Boah, gerade so losgerissen. Ich port mich nochmal zurück. Boah, jetzt ist auch wieder respawned. Ich brauche einen Metall-Respawner. Du erzählst dem Händler, dass du für die vereinte Tafel am alten Leuchtturm von Teufelsgrad eine Verwendung gefunden hast. Konntest du damit eine Tür für einen Leuchtturm öffnen? Ja, das ergibt Sinn. Hoffentlich hast du ein paar interessante Objekte für mich gefunden. Ach, ich dachte, er erzählt mir jetzt irgendwas Gutes. Verdammt. Ich weiß nicht, ob das für dich gut ist, aber nimm. Und so viel wert ist das jetzt auch nicht, wie mir da gesagt wurde. Naja. Da tollst du mich auch wieder mit. Gucken, was die Leuchtturmwächterin sagt. Ich habe das Buch. Du hattest es die ganze Zeit über, nicht wahr? Spielt keine Rolle. Nutze diesen Moment der Klarheit. Die Zeit zu handeln ist gekommen.
Weißt du noch, wo es passiert ist? In der Dunkelheit hinter der Bucht. Wenn du bereit bist, weise ich den Weg. Ich bin bereit. Achtung, du trittst in die letzte Phase des Spiels ein. Dein Fortschritt wird ab jetzt nicht mehr gespeichert. Möchtest du fortfahren? Ja, ich möchte fortfahren. Wir müssen warten, bis die Nacht am dunkelsten ist. Bis das Meer so ist, wie es damals war. Vor all den Jahren. Es wird Zeit. Ich weise dir den Weg. Folge meinem Licht. Geh und tu das Richtige. Für sie. Wirf es zurück. Wie ist es damals passiert? Ist das das Licht, was mich leiten soll? Welche Sicht? Hä? Wow. Zeit geht doch nicht mehr voran. Ich fahre mal zum Leuchtturm. Ich sehe kein Licht, das mich leitet. Ich spreche sie nochmal an. Ich bin lost. Im Westen vom Großmarkt. Oh. Ach da. Okay. Ich habe auf die Karte gucken sollen. Dann haben mich die Bojen doch geleitet irgendwie. Ey, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ach, das Licht. War da nicht immer das rote Licht? Oder täusche ich mich gerade? Nee, zu weit weg. Bin da, wer noch? Hier ist es. Wirf es zurück. Das Buch windet sich in deinen Händen. Es wehrt sich nach Kräften. Die silbernen Bänder zappeln um deine Finger. Du hältst es hoch über deinen Kopf. Aus dem Buch ertönt ein tiefes Stöhnen, das in der Tiefe widerhallt. Wirf es zurück. Du wirfst es in die schäumenden Wellen. Boom. Dieses Monster, was wir mal gesehen haben. Und es frisst uns einfach auf. Und ich bin verwirrt. Wir haben den Fluch gebrochen. Aber dass wir sterben, war irgendwie unerwartet. Und ich frage mich, ob wir die letzte Flamme anmachen konnten. Hätten können. Das sind die Credits, wenn ich das jetzt überspringe, richtig? Das war's. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt übers Ende. Und die ganzen Nachrichten, die wir auf dem Meer gefunden haben, waren das alles wir? Ich bin so verwirrt, was gerade so abgeht. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja? Ich werde später drüber nachdenken. Nochmal alles Revue passieren lassen. Ich habe irgendwie gerade den Faden so ein bisschen verloren. Auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich im nächsten Projekt wieder. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Und bis dahin, haut rein.